weiter hier im Kiepenkern von Bremen und jetzt steht Gian Arthur neben mir, der Mann, der inzwischen zum vierten Mal bei der WM dabei ist. Fünfte Mal. Gian ist einer, der ja im Alley Pally, und wenn wir hier stehen, es hat so ein bisschen Alley Pally Feeling schon fast, oder? Hier im Kiepenkern. Auf jeden Fall. Also das, was hier heute los ist, ist unglaublich. Wir haben vor 2 Jahren mit Shorty, André und Max haben wir hier einen Trainingsabend versucht zu organisieren. Und da war die Hälfte der Leute da. Ich glaube, du ziehst in Deutschland zurzeit mehr Leute als der Rest. Nein, hör auf. Worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass du einer bist, der im Alley Pally schon große Partien gespielt hat. Du hast letztes Jahr das Taylor-Match gehabt. Du hast vor 2, 3 Jahren diese Partie gegen Gary Anderson, wo du Matchstart hattest, wo du so knapp dran warst. In diesem Jahr ist es Stephen Bunting. Das ist wieder so ein großes Ding. Viele sagen, na, der Bunting ist doch gar nicht in so einer Topform zurzeit, der ist schlagbar. Was sagt Gian? Gian sagt ganz ehrlich, Dart ist ein Sport, wo es in diesen 20 Minuten dann auf die Höchstleistung ankommt. Und das kann sich immer drehen. Also wenn jetzt jemand den letzten Tag schlecht gespielt hat, kann er trotzdem am nächsten Tag wieder ein 100er Average spielen. Es ist so eine Mixgeschichte. Ich habe ihn die letzten Male geschlagen. Also ich bin guter Dinge, aber mal sehen, was passiert. Ja. Was würde für dich so der Alley Pally, was ist der Stellenwert bei dir? Ja, Nummer 1. Also das ganze Jahr kämpft man dafür, dass man sich dafür qualifiziert. Nicht nur des Preisgelds wegen, es ist das Ganze drumherum, genauso wie hier jetzt zum Beispiel. Das hat man vor keinem anderen Turnier. Und es ist einfach die Weltmeisterschaft. Ja. Der Punkt Erfahrung, was für eine Rolle spielt der? Was machst du zum Beispiel anders als damals bei deinem Debüt? Ich werde nicht so nervös sein wie sonst. Ich habe eine riesen Truppe bei mir, auch aus England, ein paar Sponsoren, die haben im VIP-Bereich irgendwie 2 Tische gekauft und meine Unterstützung ist groß und ich muss halt sehen, wie ich ins Spiel komme und dann werde ich sehen, ob es geht oder nicht. Also wirklich aus deutscher Sicht eine der Top-Partien in der ersten Runde, Gian Arthur gegen The Bullet, gegen Stephen Bunting, darauf freuen wir uns. Gian, danke dir und viel Glück im Alexandra Palace.